Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück bei Der Jörg zockt und die Horde 1886. Ich habe jetzt mal gerade im Kapitel 2 geladen, direkt hier das Labor, weil mir fehlen ja immer noch ein paar Fotos, Objekte und Dokumente. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal nochmal machen. Kannst du glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben? Weil ich denke, Kapitel 1, deswegen habe ich das auch gar nicht geladen, durfte ich komplett fertig gemacht haben. Also, ja, durfte da nichts mehr sein, was ich hier nicht hätte. Ja, so, das haben wir jetzt auch. Und dann ist hier hinten nochmal eins. Ich werde natürlich das Ganze jetzt hier dann, weil die einzelnen Kapitel, die ich jetzt einfach nur wiederhole, relativ kurz sind, werde ich das natürlich jetzt hier in einem Part dann alles zusammenfassen. Nicola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Genau, das war es jetzt hier in dem Fall auch schon. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal ein ganz kleines Break. Und dann geht es auch gleich direkt weiter mit Kapitel 3, wo zum Beispiel dann auch mir ein so ein Phonographzylinder fehlt. Das heißt, bis gleich, Leute. So, da bin ich jetzt auch schon wieder. Zwar hier in Kapitel 3 Ungerechtigkeiten. Durfte eigentlich das hier dann der Speicherpunkt sein, weil da habe ich einen Phonographenzylinder vergessen einzuholen. Den Rest durfte ich da auch alles gehabt haben. Deswegen lade ich jetzt auch noch den Teil, um natürlich das hier auch noch schnell einzusammeln. Okay. Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Moment. Weil es ja doch da ist, ist immer relativ schwer zu schätzen, weil hier die Beschreibungen plus die Screenshots, die dabei sind. Ja. Das nicht unbedingt gerade das Wahre ist, um das jetzt genau zu differenzieren, wo man jetzt da genau ist. So, dann nehmen wir halt mal das hier. Gute Zeiten, weil ich muss nämlich hinter dem ganzen Dingens hier sein. Also hinter dem Etablissement. So, mal schauen. Suche einen Weg zum Krankenhaus. Ja, das sieht jetzt schon mal besser aus. Ja, das kommt auch gut hin. Weil ich muss ja dann schlussendlich mal darüber jumpen irgendwo. So. Fix da vorbei. Hier sind Eindringlinge. An die Waffen und los. Lafayette. So, hier hoch. Dann darüber. Dahin. Ach ja. Das war ein Stich ins Wespennest. So, genau, weil jetzt nämlich nicht da hoch, weil da war der eine Zylinder. Da oben sieht man den ja noch rumblinken. Ich muss jetzt hier hin zu der Truhe da hinten. So, da bin ich natürlich ganz klar während der Story nicht drauf gekommen, da mal rüber zu kriechen. Jo, deswegen holen wir das Ding jetzt. So. Wunderbar. Die Anarchisten 121086. Das müsste jetzt bei mir. Nee. Auch mit in meinem Archiv sein. Genau. Weil davor hatte ich nämlich nur das und das. Das hier nicht. Alle klar, also speichert er das immer sofort. Das ist schon mal nice to know, weil dann bin ich jetzt hier mit dem Kapitel 3 auch schon fertig. Dann mache ich hier mal nochmal eine ganz kleine Pause, wie es ja eventuell von gerade eben schon kennt. Und man sieht sich dann gleich wieder. Also bis gleich. So, und weiter geht's hier in Kapitel 5, Regeln für den Einsatz müsste das gewesen sein. Da habe ich ja definitiv einen Phonographzylinder vergessen und ein, was dürfte es auch gewesen sein? Ein Objekt, genau, das war's. So. Ja. Verstaut die doch, das sieht gut aus. Lafayette und der Speicherpunkt dürfte passen. Unter eure Kontrolle. Leise. Verstanden. Sure. Und ich werden uns umsehen. Wir brauchen Augen. Gut, so langsam lässt sich's an dem Ende. Dabei habe ich doch gar weil nur Kapitel 9, 11 und 15 haben da noch Collectibles, wo ich dann eventuell noch was verpasst haben könnte. Außer natürlich, ich meine, ich habe da nichts vergessen in den vorherigen Kapiteln. Aber dennoch habe ich da dann was vergessen, ist ja natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem kapern wir das Flaggschiff der Flotte. Aber es ist ja doch relativ
lasst uns gehen. Gut, die ganzen Kapitel einzeln zu laden. Also, sollte es dann auch nicht allzu lange gehen. Der alte Mann. Ja, ja, dass man das nicht überspringen kann hier. Ich werde sie dir so bald wie möglich erzählen. Tja. Vieles muss ich vorher noch herausfinden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Orden scheint Der Orden ist nicht mehr, was er mal war, Grayson. Ja, aber insgesamt fehlen mir auch nur zwei Phonographzylinder. Also eins sammeln wir jetzt ja gerade ein. Und einer ist ja noch in Kapitel 11, den ich vergessen habe, zum Beispiel. Nicht vergessen. So, ich werde auch mal gerade mal kurz gucken, mit dem Feuerring, ob das jetzt auch doch da ist. Genau, die ganze Nacht. 29,986. Genau, wunderbar, perfekt. Das hat jetzt tatsächlich so gespeichert. Optimal. Mademoiselle, lasst mich Ihnen versichern, ich werde schweigen wie ein Grab. Richtig. Los. Der Weg scheint frei von Wachen. Warten Sie auf mein Okay. Achtung. Los. Ja, wunderbar. Geht ihr mal schön da hoch. Wir gehen hier runter. Los. Wäre natürlich nice, wenn ich das letzte Objekt hier jetzt gleich aufhebe, dass es dann Bling macht. Und dann sind nämlich die Objekte auch schon mal alle Geschichte. So, beim letzten Mal bin ich ja hier gleich nach links. Ich muss aber nach rechts, weil das habe ich dann irgendwie anscheinend vergessen. Glaube ich zumindest. Also auf jeden Fall erinnere ich mich daran nicht mehr, dass ich das eingesammelt hätte. Das Schloss ist magnetisch. So. Wir müssen die Steuer. Also einmal das hier. Gut, das haben wir jetzt angeschaut. Aber macht nicht Bling, also war es das noch nicht. Gut, dann lassen wir noch hier ein bisschen weiter. So. Jetzt kommen wir noch einen Phonographzylinder zum Einsammeln. Mir eigentlich egal sein. Bestes Schiff von wegen. Voilà. Gellerhard, Lafayette. Die Wachen der Kompanie leisten erbitterten Widerstand. Sie setzen tödliche Gewalt ein. Geht genauso vor, falls nötig. Verstanden. So. Das durfte ja nicht genau. Soll man natürlich nur, dass die ganze hier stimmt. So. Genau. Ja, doch. Das passt, aber das hier war jetzt nicht die Stelle, die ich eigentlich meinte. Oh, da lang. Nee, das ist es aber auch nicht, verdammte Axt. Hä? Oder kommt es dann was danach? Könnte natürlich auch sein, das weiß ich jetzt sowieso gar nicht mehr. Verdammte Scheiße. Aber hier ist definitiv falsch. Ich kann drei im Cockpit sehen. Wir müssen einfach improvisieren. Also auf jeden Fall hier irgendwo muss es dann sein. Macht es euch bequem. Unser nächster Halt ist ausrechnen kurz danach. Und dann folgen einige unaufregende Tage nach Amerika. Rauchgranate. Auf ihr Zeichen.
Und ich hab's natürlich schon wieder verkackt. Im merke ich kaum, dass wir in der Luft sind. Hier. Bumm. Oh ne, jetzt will ich das Knopf gedrückt wieder an hier. Genau. So, perfekt. Das war's. Wir beschlagnehmen das Schiff im Namen der Freiheit. Percival, das Cockpit ist gesichert. Lafayette bleibt am Steuerruder. Wie ist euer Status? Tjo. Mach hin, ey. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe. Nicht vergessen. Immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. So, genau. Dann nochmal zurück. Wo war denn das ganze Gedönse? Das muss ja irgendwo ein Weg sein mit so einem Teewagen, sag ich jetzt mal. Verdammt, Bailey. Vergesst immer, die Tür zum Funkraum abzuschließen. Ach nee. Stimmt ja, als war das wieder mit dem Wachen hier. Ach, scheiße. Ah, verdammt. Fängt das wieder an. Unentdeckt zum Ballsaal. Das durfte aber hinkommen. Das muss irgendwo auf dem Weg dahin sein. Vergesst immer, die Tür zum Funkraum abzuschließen. Jetzt ja. So. Alle klar. Ja. Es durfte alles gleich hinkommen. Ist da einmal durch. So. Ja, da. Hast du gehört? Taufe der Agamemnon, genau da ist es. So, schon mal kurz abchecken. Jupp, Taufe der Agamemnon, das passt. Gut, albumfrei, das haben wir jetzt auch. Das heißt, ich gehe jetzt dann hier nochmal zurück zum Titel und schau mal hier die nächsten Kapitel nochmal durch, wo ich eventuell was verpasst haben könnte und dann sieht man sich gleich wieder, also bis gleich. So, da bin ich jetzt auch wieder und zwar habe ich mir diesmal jetzt hier für Kapitel 9 entschieden, gleich hier den Anfang, starte ich schon mal, weil da bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich hier jetzt das eine Foto angeschaut habe, das es hier gibt. Deswegen einfach mal nochmal gucken, dass ich das hier jetzt einfach nochmal aufsammle. Natürlich ganz sicherzustellen, dass ich das auch definitiv habe. So. Nämlich hier direkt gleich ganz am Anfang. Na? Was wissen Sie über die Rheinblüter? Die Vorfahren der Halbblüter. Ein uraltes Volk. Oder hier doch noch nicht fertig? Hä? Zustand geboren, nicht verwandelt wie die meisten. Wo ist denn das? Sie sind nicht ausgestorben. Sie sollten nicht in der Vergangenheit von ihnen sprechen. Hä? Sie sind unter uns. Das soll doch hier irgendwo sein, Ziffix. Bin ich jetzt doof? Na, gehen wir halt mal einen Schritt weiter. Die Stützstruktur ist eingestürzt. Hier! Oh, wie ritterlich. Ah, jetzt geht's auch los mit Kapitel 9. Ah, alle klar. Gut, dann ist es hier. Genau da. Sie so sicher sind, zeigen Sie mir Beweise. So. Weil das habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht angeguckt. Zumindest sagt mir das jetzt so spontan nichts mehr. Hä? Gut. Allerdings passiert jetzt groß auch nichts. Das heißt, dann werde ich jetzt hier einfach mal nochmal einen kleinen Sprung wieder reinmachen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also Leute, bis gleich.
So, nochmal im Kapitel 9 jetzt das Lagerhaus. Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher bei dem einen Dokument. Die Glühbirne habe ich schon gefunden gehabt, also das Objekt. Jetzt schaue ich hier mal nochmal nach dem Dokument. Ist jetzt auch direkt gleich hier am Anfang. Und das Spiel ist definitiv so aufgebaut hier, sobald man irgendwas hier kurz angetatscht hat, also gerade die Dokumente vorne und Rückseite, dass es dann direkt danach gelockt wird, also gespeichert wird. Also braucht man nicht wirklich weiterlatschen an die nächste Position zum automatischen Speichern. Was jetzt? Untersucht die Ladung. Show. Sucht nach auffälligen Kennzeichen auf den Kisten. Ja. Mache ich auch gleich. Genau, ich muss die nämlich Kisten, jetzt dahin. Suchen, haben das Abzeichen der halt. Kompanie ja. Auf der Seite. So. Da habe ich keine Ahnung, ob ich das jetzt schon mal angeguckt habe oder nicht. Achten Sie auf das Abzeichen. Es ist ein roter Stempel. Pling, detailversessen. Nice. Genau das ist das, was ich meinte. Das wird sofort gelockt. Und ja. Somit haben wir jetzt die Trophy schon mal. Also sprich, brauche ich auch keine Dokumente mehr, Details. Die ich mache dann jetzt hier mal nochmal einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann gleich wieder in dem nächsten Kapitel. In dem Fall Kapitel 11. Genau. Also bis gleich. So. Und da bin ich jetzt auch wieder im Kapitel 11. Keine Sekunde zu früh müsste das gewesen sein. Ja, da bin ich halt einfach durch den Garten da durchgerusht. Da in Richtung hier der Königin von den Rebellen. Aber da hätte ich in dem Fall mal noch nach rechts abbiegen müssen. Das war natürlich dann leicht dämlich von mir, weil theoretisch gesehen hätte ich das genauso wie das Dokument davor eigentlich sehen müssen. Beziehungsweise da war ich in dem Fall einfach nur zu faul, das zu erkunden. Mein edler Ritter. Ja, dämlich. Aber egal, jetzt wollen wir das schnell mal fix nach. Sieht ganz so aus. Obwohl ich mich in der Regel nicht von einer Wache überwältigen lasse. Sind Sie allein hier? So. Devi und Finley sind bei mir. Sie übernehmen die restlichen Wachen. Ja, komm, macht hin. Ich muss nämlich da vorne dann nur die eine Wache, steht da noch rum. Da ist jemand bei mir. Die muss ich umklatschen und dann strikt nach rechts ab in so ein kleines Kämmerchen. Da ist dann ein weiteres Objekt drin, was mir in dem Fall noch fehlt, weil wir fehlen jetzt ja nur noch alle Objekte und die Phonographzylinder. So, und der letzte Phonographzylinder, der mir auch fehlt, ist auch hier im Kapitel 11, allerdings ein Stückchen weiter vorne. Ja. Also, muss ich da erstmal noch warten. Wo ist denn die Wache? Ach, da kommt's her. So. Alle klar. Genau, hier rechts runter. Da war ich natürlich nicht. Das weiß ich definitiv. So, und jetzt direkt geradeaus auf dem Tisch ist das Objekt der Begierde. Flup. So. Und? Kannst du mal hier anschauen. Bling, Beobachtungsgabe, nice, das war in dem Fall die Trophy jetzt für alle Objekte. Und die nächste Trophy, Inspektor erster Klasse, also sprich, alle Collectibles angeschaut, angeguckt, wie auch immer. Jetzt fehlt echt nur noch die Trophy von den Phonographzylindern und dann ist das Game hier auf Platin. Das heißt, ich mache hier mal nochmal eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder beim letzten Phonographzylinder, also bis gleich. So, und wie ich beim Durchlauf natürlich schon gedacht habe, dass es hier in der Bibliothek, weil ja das hier wieder so ein Time-Trigger war, dass es dann automatisch weiterging, da habe ich natürlich den letzten Phonographzylinder, ja, in dem Fall schlichtweg einfach verpasst, weil die Zeit hier um war und dann das Spiel weiterging. Allerdings bleibt einem da keine Wahl, weil da kann man auf einem Schlag nicht alles finden, also muss man eh später hier nochmal hier einmal zurück, mindestens hier einmal, um alles einzusammeln, weil man muss rechts und links beide Seiten alles aufdecken, dass man hier an die Items rankommt. Ja, und das schafft man in einem Durchlauf nicht. Das heißt, man muss spätestens, nachdem man hier die Mission durch hätte, nochmal zurückkehren. Und ja, das gleiche machen jetzt wie ich, dass man halt hier die andere Seite in dem Fall nochmal macht. Und das ist in meinem Fall jetzt hier in dieser Schublade, ist der letzte Zylinder drin. Und das durfte dann jetzt gleich somit die Platin-Trophäe für mich freischalten. Natürlich erstmal die Trophy von den Zylindern. So, bling, Archivar, da ist die von den Zylindern und kommt schon. Bang, der Gral, Platin. Jo, nice. Das heißt, das Spiel ist jetzt hier fertig in relativ kurzer Zeit. Und ja, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und für das Interesse an The Order 1886 und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei meinen anderen Spielen auch wieder mit dabei seid. Und nochmal eine Ermahnung nochmal hier, also Ermahnung nicht wirklich, aber ein Hinweis. Denkt bitte an meine Umfrage, weil das ist nämlich relativ immer noch, ja, unentschlossen, was ich jetzt hier als nächstes spielen soll, und es bringt natürlich euch auch was, dass ihr eventuell gut überlegen könnt, ob ihr das Spiel überhaupt braucht oder nicht oder wie auch immer. Und ja, dann sieht man sich bei meinen nächsten Spielen. Also Leute, ich wünsche euch was. Bis dahin, ciao und servus.